Heute wird Beton auf dich gespachtelt. Stock it, if I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Lass uns gleich loslegen mit dem ersten Schritt. Der ist ziemlich easy. Abkleben und grundieren. Dafür benutzen wir den Mineralgrund, der wird ganz einfach auf die Wand dann aufgerollt und sorgt dafür, dass unser Spachtel nicht so schnell einzieht und mehr Haftung hat. Sobald es getrocknet ist, geht's los mit Schritt 2. Wir spachteln die erste Lage. Verwenden tun wir hier Epoca Marmor von Jäger. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit diesen Folientechniken, indem man viel Material aufträgt und das mit einer Folie verpresst, sondern hier reden wir von einer Kalkpresstechnik. Das wird zweilagig aufgetragen und hier haben wir den absoluten Vorteil, dass wir das Design der Wand selber gestalten können. Wir können Lunker da machen, wo wir es wollen, oder wir machen Kratzer da, wo wir es wollen. Wir können das danach einfärben in den Farbton, der uns gefällt, und alles ist tutti-frutti. Und das Material an sich besteht aus Sumpfkalk und passt somit perfekt zu unserem mineralisch gespachtelten Untergrund. Der Auftrag erfolgt von oben nach unten oder von unten nach oben. Ich versuche da wirklich immer in einer Linie abzuziehen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt mal auf diese Ecke. Wir fahren quasi von oben nach unten an, ziehen uns oben einmal vor und lassen in den Vorderbereich gleich Material überstehen. Wir nehmen uns quasi was auf die Kelle und ziehen relativ scharf ab. Hier brauchen wir jetzt ein bisschen Gefühl. Wenn wir jetzt die Kelle zu steil halten, dann sind wir ja bei Null. Halten wir sie nicht gleichmäßig, sind wir irgendwo bei Null. Deswegen einfach auftragen und versuchen, die Kelle sehr flach zu halten. Also hier, dass wir wirklich bis 2 cm sind. Ihr müsst doch nicht so extrem drücken, das ist ein sehr, sehr, sehr homogener. Ihr seht nur das Spachtel. Jetzt kommen wir zum Außenecken. Da wir hier schon eine Schiene dahinter haben und das auch nicht geschliffen wird, muss die Ecke passen. Damals brandneue Kellen im Shop und mit denen geht's easy. Machen wir da quasi hier einen kleinen Punkt rein. Und jetzt kleine Triggerwarnung, weil das Ding, das geht jetzt als Vorspiel, Junge. Oh, Junge, fertig muss die Kippe. Geil. Und sobald das Ganze ein bisschen angezogen ist, können wir das Ganze schön verpressen. Aber ohne viel Druck. Nur, dass wir die Schläge wegbekommen. Und schon kommen wir zum zweiten Gang. Das heißt, wir machen solche Lunkern. Kratzer wie hier, die finde ich persönlich ultra geil. Und verpressen natürlich die ganze Sache. Naturgetrocknet sieht man quasi nicht viel von der ganzen Action. Dazu kommen wir später. Dazu muss ich euch jetzt aber auch sagen, alles, was ich euch zeige, könnt ihr machen, wie ihr das wollt. Jeder kann ja seine eigene Handschrift mit reinbringen und das ist ja gerade das Geile. Ob ihr nun viele Lunker wollt, wenig Lunker, ob ihr mehr auf Kratzer steht. Ich mag es relativ dezent, also die Kratzer kommen bei, finde ich, immer ultra geil. Vereinzelt ein paar kleine Lunker und man kann ja sich sehr dolle, sehr schnell verspielen und man kann auch zu viel wollen. Deswegen sage ich mal, probiert euch an der Ecke aus, so wie hier. Hier mache ich mir immer parallel eine kleine Musterplatte. Das ist auch gerade dann wichtig, wenn du die Antikseife einfärbst, dass du mal ein Muster hast. Weil wenn du jetzt hier aufträgst und du bist schon zu dunkel, schwierig. Bist du zu hell, gut, kannst du zweimal drüber gehen. Hast du wie ich mehr wie eine Wand, also ich habe hier Ecken ohne Ende, dann ziehe ich mir schon, wenn ich die Wand gemacht habe, die Ecke mit raus und gehe quasi mit meiner Eckenkelle einmal lang, dass wir so eine saubere Ecke schon haben. Und jetzt können wir bis kurz vorher schon ansetzen und die Ecke bleibt. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, beim Auftrag zieht, keine Ahnung, 4 Quadratmeter auf und dann wartet 10 Minuten, das funktioniert nicht. Das ist komplett abhängig von Raumtemperatur. Ihr braucht so ein bisschen Gefühl fürs Material. Wir tragen hier bloß so 2 mm ungefähr auf und zack. Das kommt quasi einfach nur bei der Verarbeitung. Ich arbeite jetzt hier, ich sag mal so 2 Meter nach links, eine komplette Bahn nach unten und ich trage auch nur von unten nach oben auf und von oben nach unten, dass wir relativ immer eine ähnliche Struktur haben. Gerade in den Eckbereich ist es schwierig. Da sieht man da manchmal Unterschiede. Aber das lässt sich halt teilweise nicht vermeiden. Zack. Also ich ziehe mir jetzt so weit auf, wie ich von der Leiter aus komme. Gehe jetzt gleich komplett einmal von oben nach unten. Zacka, zacka. Den Randbereich muss ich jetzt verqueren, ein bisschen anspachteln.
Und wir müssen quasi versuchen, gleichmäßig alles aufzutragen. Das muss aber wirklich freihand geschehen. Also nicht irgendwie mit einer Zahnung vorher aufzahnen. Das funktioniert, da hast du auch Verbrauch ohne Ende. Das wäre ja wahnsinniger Irrsinn. Jetzt können wir zwischen einmal so ein paar Lunker reinmachen. Das ist zum Beispiel jetzt sehr dünn. Wir brauchen noch ein bisschen Material. Einfach so kreuz und quer. Da wo tiefe, da wo ein bisschen mehr Material ist, kriegt ihr natürlich tiefere Lunker hin. Weil bei der Schichtstärke kommt er halt auch ziemlich schnell. Und ziehen jetzt gleich noch die nächste Bahn auf. Dann könnt ihr, wenn ihr so dünne Stellen habt, ein bisschen was auf die Kelle nehmen. Und da kriegt man schon die erste grobe Struktur mit hin. Und ansonsten machen wir einfach so ein paar Lunker rein. Zack. Ich habe die ganze Wand jetzt einmal aufgezogen und nehme mir eine saubere Kelle. Dann können wir so teilweise klopfen und kriegen so richtig schöne, große, tiefe Lunker. Zack. Dann gehen wir so leicht drüber. Plus, dass wir jetzt eine Grundstruktur bekommen. So, dann kriegt man hier, holt sich das Zeug raus. Zip. Und jetzt gehen wir so leicht drüber und haben solche Lunker. Das geht nicht überall. Also da, wo es relativ dünn ist, geht es gar nicht. Zack. Da haben wir bloß so schwache, die ich halt auch sehr gut finde. Weil zu viel von den Tiefen, ja, das kriegt man hauptsächlich nur mit Folie hin. Und dann gehen wir so leicht drüber, ohne viel Druck. Seht ihr das? Wahnsinn. Da wird es jetzt schon glatt. Wir haben jetzt die Lunker und alles wird glatt. Lange Bahn nach unten. Kelle immer schön sauber machen. Falls es irgendwo nicht klappt mit den Lunkern, hier klappt es gerade, zum Beispiel hier klappt es jetzt nicht. Geht einfach ein Stück weiter und dann klappt das. So, jetzt brauchen wir irgendwo hier unten noch was. Sehr schön. I'm back in that. Hey. Where you going? And you should know that we on this forever. You don't know me well, just ask again. You know and you should know that I'm with all the fuckery. Why you sit down and just watch the film? And you should know that Khan got a bottle of Don feeling like Julio. Pass it in. Mine on some M's going in. Back in that bag where I'm going again. I'm dunking on them. Just load a rim. So, haben wir jetzt schon die erste Struktur geschaffen. Wir haben quasi hier die Lunker drin. Nicht zu, also ich mache jetzt nicht allzu viel. Wenn man jetzt was sieht, dort. Drüben so vereinzelt, das reicht völlig, um dann so einen krassen Effekt zu bekommen. Jetzt sieht man schon, dass es auch schon glatt ist. Wir wollen es aber glatter. Wir wollen es so. Denn wenn der Rest glatter ist, kommen die Lunker halt noch mehr raus und dann ist halt auch weniger mehr. Denn dann sieht man die gerade. Das lasse ich jetzt mal kurz stehen und dann verpressen wir die ganze Sache. So, jetzt stelle ich euch mal gegen das Licht. Denn jetzt ist es gut angetrocknet. So, wir machen keine Fingerabdrücke mehr, aber es ist so ganz leicht weich. Jetzt gehen wir hin. Und verpressen. Und jetzt bloß aufpassen, dass er nicht steil haltet, sondern schön flach. Oben nach unten. Jetzt bleiben unsere Lunker stehen. Und der Rest herum wird schön glatt und so speckig, nenne ich es mal, glänzend. Schon mit relativ viel Druck.
Hit it once, I'ma hit it again. She with me, you know she a 10. She a Barbie, you know I'm a Ken. Rolling some dope and sipping some gin. It's always been us, it never was them. Back in my bag, they know it's a gem. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out. Und jetzt haben wir hier den Glanz, den wir wollen. Das bedeutet, es ist ultra glatt verpresst. Hier drin unsere Lunker. Zack, 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 zack. Zack. Geil. Und jetzt, wenn wir jetzt die Kratzer machen wollen, also das ist noch ein bisschen zu frisch, das merkt man daran, wenn wir jetzt hier drüber kratzen mit der Kelle und dann so leicht verpressen, sehen wir unsere Kratzer nicht mehr. Das heißt, wir warten noch kurz, vielleicht nochmal so 5 Minuten, gerade schon 5 gewartet und können danach verpressen. Um Kratzer zu machen, nehmen wir einfach die Rückseite der Kelle, ohne viel Druck. Das so ein bisschen aufrauen und pressen nochmal nach. Und hier setzt sich dann mehr Farbe rein und du hast hier diese dunklen Kratzer drin. Solche Einschläge gehen auch ultra easy. Wir nehmen die Kelle quasi so in der Hand, gehen drauf, biegen es nach vorne und jetzt ziehen wir es ganz leicht. Dadurch springt die Kelle. Macht solche geilen Einschläge. Das Ganze kann man verpressen. Und schon sieht die Gewand kaputt aus. Dann könnt ihr euch eigentlich bloß die Stellen suchen, die euch noch zu glatt sind oder wo ihr keine Lunge habt und könnt überall leichte Kratzer mit reinmachen. Das ist gerade, ich finde dadurch, dass ich nur Altbau mache, finde ich das immer sehr, sehr passend, wenn die so ein bisschen abgefuckt aussieht. Fertig. Zack. Ein Tag später ist jetzt alles getrocknet. Boom. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Denn jetzt machen wir aus dieser Wand so eine Wand. Und denn jetzt kommt die Antikseife zum Einsatz. Die habe ich mit Mixol abgetönt. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Oh, jetzt habe ich gematscht. Scheiße. Das hat jetzt den Vorteil, dass die tiefen Stellen quasi mehr Farbe annehmen und wir den schönen 3D-Look bekommen, den wir brauchen. Geil. Auftrag ist ganz entspannt, kann man mit der Bürste machen. Immer gleichmäßig von oben nach unten. Und durch das Einbürsten, damit sich jetzt viel mehr Material in die Tiefen stellen und dadurch kriegen wir schöne Farbunterschiede. So, ich habe jetzt auch gar nicht lange gewartet, waren jetzt welche 3 Minuten, ich habe alles eingepinselt. Und jetzt können wir schon von oben anfangen zu verreiben. Da wischen wir quasi alle hohen Punkte wischen wir quasi ab und alle tiefen Punkte bleiben dunkel. Dann kriegt man den Effekt, wenn das dann trocken ist. Und du hast gleich eine Versiegelung für Spritzwasser. Allerdings ist jetzt nicht für die Dusche geeignet. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit done. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. Where you going? Hey.